Dann mal weiter im Text. Lasst uns fliegen nach Hause. Ist ja von hier aus nicht mehr weit. Könnt ihr mal aus Spaß Brandpfeile auf den Kanu schießen? Mal gucken, wie der aussieht, wenn er brennt. Komm, wir gehen ein bisschen Gas. Wenn mich nicht alles täuscht, ist von hier aus nichts mehr Gefährliches. Komm mal, außer der Kanu meint jetzt mir neu laufen zu müssen. Aber dann fährt sich noch an. Die nächsten Schweibern, die wir haben, die nennen wir Franz Furzinand. Wie wären das? Na, keine Idee. Ja, so an einem Montagmorgen fühle ich mich auch mal lustig. Was dagegen? Echt jetzt? Ja, ich war mal eben drin geholt und hab's ohne stehen lassen. Geil. Läuft bei mir. Ach, hier waren mal Raptoren und keine Ahnung. Ich weiß, hier habe ich das, hier habe ich es mal tatsächlich geschafft, einen Raptor abzuhängen, nur weil ich schwimmen war. Ich könnte technisch gesehen aber auch eine stärkere Mantria legen. War auch eine Idee. Obwohl. Da unser Fliegervogel, der hat jetzt schon so viel Leistung gebracht, den jetzt einfach auszutauschen, das wäre nicht so mein Ding. Dann eben doch lieber Pelangonis. Weil der natürlich auch sehr viele Vorteile hat mit diesem Wasserlanden. Bei dem ist aber die Kacke, der braucht Fisch als Manjaro. Klar, man kann mit ihm Heizer legen. Aber jo. Was ich irgendwie cool finde, das wäre, wenn man jetzt dahin ist, droppt. Wenn wir den ich weiß es nicht. Das sieht ja schon fast aus wie ein Zuhause. So, jetzt machen wir das, wo ich schon so lange drauf warte. Sogar zwei. Das heißt, ich kann auch einen Leuchtturm Arena bauen. Das ist ja geil. Hahaha, wer hat Fleisch? Mushrooms, du hast doch bitte Fleisch. Da gucken wir gerade mal noch, was unser Legendärer hier. Komm, den könnten wir Lager reinschmeißen. Ja, hat Hunger, das hat man gemerkt. Wenn wir Handel genommen. So. Haben wir Stroh oder sowas dabei? Natürlich nicht. Ich bin es ja eigentlich gewohnt, dass ich. Dich können wir eigentlich noch doll hier, falls wir mal mit so einem Foul abschmieren. Wer hat noch Stroh? Du doch bestimmt, oder? Du bist doch Archeropteryx, oder? Du kommst jetzt nicht auf so dumme Idee, wie mich da anzugreifen. Einfaches Kibbel, der frisst Chitin. Ich habe gerade dummerweise kein Pferd. Irgendeiner hat doch bestimmt noch Stroh. Wunderbar. Kommt jetzt. Alles dahin. Ach Gott, okay. Dann schmeißen wir das Ding mal an. Was ist jetzt? Klemmt jetzt wieder irgendwas. Und ich mache mal nochmal weg. Dich. Anpfeile sind gut. Wasserschlauch hat natürlich auch was. Ah, ich hatte mal eine Wasserflasche. Wann war das denn? Ich teile mal auf. Ich. Oh, da jetzt ein Leer, wenn du dahin gestellt, oder? Ja, dich so dahin stellen, dann dreh. Oh, ich bin ja richtig gut. Oder der jetzt an. Oder hätte jetzt gesagt, komm schon nicht so.
So, was wollte ich? Ah ja, da war doch was. Steig mal auf, ist er noch da? Irgendwo hat es gedroppt. Da hinten. Eben nur die Frage, ist der lang genug da? Dort haben wir das Fettzähne, können wir jetzt gleich das nächste Zähne. Der Overland-Pelangon ist im Dings. Das Dumme ist, ich müsste fette eine Fisch holen. Kriege ich denn jetzt auf die schnelle Fisch her? Mantas, denn Mantas Fisch? Das können wir mal gleich mal. Ah, das war so. Das war so klar. Das können wir gleich mal ausprobieren. Er holt den Moschops, gehen schwimmen. Wenn man das komme und knabbern dann an denen. Wenn die dann sind tot und geben Fisch, gehen wir unsere Pelangone super. Weil wenn die hier oben rumfliehen, wo war er denn jetzt? Da oben flieht einer. Dann ist das durchaus zu machen. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie viele Pfeile so ein Pelangonis braucht. Und nein, ich gucke nicht in Dododex, der verarscht mich doch eh. Oh, da kann man so schön durch die Schlucht hier anfliehen. Das ist doch cool. Kann man sogar Obsidian. Ich könnte da eine Schere bauen, wenn ich einen Bauplan hätte. Touchdown! Schauen wir da. Oh, schon nein. Machen wir da drauf. So. Mal schaub's. Wir gehen jetzt mal schnell Wasser suchen. Und schauen, ob man da ein ob wir da irgendwie Fisch gebacken kriegen. Gut, Wasser hätten wir schon mal da unten, aber ich glaube, wenn ich da drunter gehe, dann falle ich. Ich sehe auch keine Mandas. Macht aber nichts, das sieht so aus, als ob ich das irgendwie tatsächlich handeln könnte. So, so. Und so. Wie war schon du lebenstechnisch? Ach, auch nicht. Komm, schmeiß mal doch trotzdem mal über Bord. So. Stimmbeeren. Da kennen wir nicht. Haben wir auch genug. Haben wir auch genug. Basen haben wir ganz schnell genug. Die da lassen wir mal so. Okay. Wir bräuchten Mantas. Das nervt mich jetzt gerade. Aus irgendeinem Grund habe ich auch tierisch Lust, den Alpha Raptor drin jetzt zu zernähen. Schön erhöht die Position. Dann Brandpfeile drauf, glaube ich. Dann sind wir das. Das wollen wir nur noch dazu kriegen, das Interesse an uns haben, damit sie mit ans Land kommen, damit ich sie beißen kann. Oh, das sind auch Fisch. Und da ist Mangel der Ausdauer. Guck mal. Wenn du mal da hin. So, den letzten Meter schaffst du noch. Komm, auf, hopp. Yes. So.
Gehen wir dann gleich mal nach vorne hin und kloppen mal deine Quastenflosse. Ja, da war was mit der Aufladerei. Das ist ein Achmantas, das ist sehr gut. Ich meine, mir wisst ja, ich habe so einen Stich. Oder was ist das? Ja, ich habe einen Hitzschlag. Läuft bei mir. So, Fisch, mal gucken, was du so hergibst. Rester, toll. Gehen wir ans Land. Müssen Abbau gehen. Spitzhacke oder? Oh ja, da kommt ja schon ein bisschen was zusammen. Ey, Mann, das. Könnt ihr mal kurz? Oh, kommen normalerweise sind dann sofort instant pissig. Ja, Moment, ich erkläre das gleich. Ja, ich gefressen. Super, einer. Geht doch. Immer wieder geil. Ich hole das wahrscheinlich am harmlos wirklichsten Vieh überhaupt und ja, klopfe ich einfach dann mal mit allem, was da so kommt. Das müsste für Pelangonis knapp reichen. Ich weiß auch nicht, ob 12 Pfeile reichen. Ich weiß auch, dass dort Drop kommt. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir ganz schnell zu dem Antrieb kommen. Ich glaube nur, das ist der richtige Weg. Ich glaube auch schon, da oben müsste man wohnen. Wenn mich nicht alles täuscht. Das Geile an der Moschopse ist, die meisten sind ja so nebenbei zählen. Oh komm, zähl mal Moschops. Fensterrahmen aus Metall. Das ist jetzt alles nicht so der Oberburner, aber. Ist auch Bauplan, oder? Hier probier. Oh komm, mach mal. Das ist echt mit am beschissensten Stand, ne? An der Moschops. Diese ewige Aufladezeit. Mich auch nicht alles täuscht, haben wir ja auf dem Nachschub, der hat ja, der ist ja schon auf Ausdauer gelevelt, oder? Der, bei dem habe ich ja schon bei 10.000 der Schluss gemacht gerade. So, komm. Vielleicht die 2 Meter packen mal so, Hitzschlag hin oder her.
Also ich meine, es ist eine Wand. Loch drin, aber es ist eine Wand. Was uns falsch wird, wie? Ich könnte. Meine Hütte da jetzt schon komplett mit Metallwände ausstatte. Das ist noch das große Vorteil an der Mantra ist, sie kann. Das da jetzt so nicht passiert. Haben wir es bei. Wie kommt man da jetzt wieder hoch? Ach komm, das ist doch scheiße. Dann rennt irgendwo da alle rum. Dann holen wir uns noch. Ich mach deine Messer, da wird der radikal reduziert. Muss ich echt immer so im Buckel laufen. Gut, aber wir haben jetzt Fisch. Wir haben Betäubungspfeile. Das müsste doch klappen. Dann so jemand Quatsch. Pelangon ist leer, oder was denke ihr? Ja, da gescheit mir. Wir müssen ja nicht der ultimative. Wir gucken erstmal gleich, wenn wir wieder auf der Demantria sitzen. Wenn das Gebirge und so weniger interessiere, gucken wir dann erstmal, was der. Was so Pelangonis überhaupt braucht. Das, hier war es eine Tausend oder so, gell? Muss mal gucken, was so Pfeil verursacht. Und dann könnte man etwa gucken, wie viel man braucht, um so Pelangone Schlaufe zu leeren. Das dumme an Sache ist, die Fliege einfach weg. Das Gute an der Sache ist, mit einem Andrea fliegen wir hin und dran her. Und das nächste Gute ist, mit einem Andrea könnte man dann auch die zurück zum Stützpunkt fliegen. Nicht wie es im Pferden so war, wo ich den ganzen Weg vom Strand daher ran reiten müsse. Nö, ich flieg dann schön hin und her. Och, das war der falsche Knopf, du Schlumpf. Und jo. Was das für eine Odyssee ist, wenn du auf einem Moshop sitzt. Echt heftig. Ey Leute, das ist mir ein bisschen arig nah. Hast du gut gemacht. Sehr gut. Guck mal, die Metall. Geil. 150 Jahre. Doch, hast du gut gemacht, mein Freund. Schauen wir doch, glaube ich, ein guter Ecke ausgesucht. So, jetzt holen wir uns auch noch ein Beispiel. Ah, wir haben schon vielleicht bei. Das läuft ja. So, Baublan. Kann da bleiben. Ich habe auch doch irgendwo, das ist ein Metalltür. Metallfenster, prima. Nee, sowas nicht gemeint. Ich habe eine Wasserflasche. Bleib die da. Warum habe ich eine Wasserflasche? Warum habe ich die eigentlich her? Warum bist du schon wieder so viel geladen?
mit Sempalangonis. Den glaube ich doch runter, da müsste da aber irgendwo auf der Ebene sein. Wir können das auch mal in der Zwischenzeit die Wasserflasche füllen. Erstmal trinken. Die Wasserflasche füllen. Da könnte man der Schlauch, der Wasserschlauch benutze für wie heißt das? Fürs Beet. Ja. Gut, ich mache dann jetzt hier Schluss mit der Folge. Und dann geht es dann gleich in der nächsten Folge weiter mit, wir haben da hinten einen Pelangonis. Den gehen wir uns angucken. Also den, ah, da können wir uns gleich gucken. 832 Turbo. Was ist denn das? 100er? Ist das echt alles? Und du frischst? Wo ist Fischbeleg? Kurzer Fisch? Ja, haben wir alles. Prima. Gut, machen wir. Also dann bis gleich in der nächsten Folge.